Drei Wochen nach dem Militärputsch im Niger wollen die Nachbarstaaten im Kreis der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS über eine gemeinsame Reaktion beraten. Dabei wird weiterhin auch ein militärisches Eingreifen der ECOWAS diskutiert. Ziel sei, die verfassungsgemäße Ordnung in Niger wiederherzustellen. Die Putschisten hatten zuletzt erklärt, den von ihnen festgesetzten nigrischen Präsidenten Bazoum wegen Hochverrat anzuklagen. In Niger leben rund 26 Millionen Menschen, größtenteils in Armut. Bis zum Putsch galt das Land als einer der letzten demokratischen Partner der USA und Europas in der Sahelzone. Seit Montag ist die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze als amtierende Präsidentin einer internationalen Geberallianz, der Sahel-Allianz, in der Region. Am Mittwoch traf die Entwicklungsministerin dann in Nigerias Hauptstadt Abuja zu Gesprächen ein. Für uns hat das Katharina Kroll beobachten können. Mit welcher Position geht Deutschland denn in diese sehr heiklen Gespräche mit den ECOWAS-Vertretern? Also Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, ist hier in Abuja erst einmal mit der Position gekommen, dass sie zuhören will. Sie will verstehen, wie diskutieren die ECOWAS-Staaten diese Lage. Man muss natürlich sehen, dass die Länder hier in der Region zum Teil sehr, sehr nervös sind über das, was in Niger passiert ist. Vor allem die Demokratien fürchten, dass Putsche, Militärputsche, Schule machen. Svenja Schulze sagt, dass man hier jetzt erst einmal die Lage sondieren muss. Wie wird die Lage hier diskutiert? Der ECOWAS hat eine Parlamentariergruppe nach Niger geschickt und die sollen dort mit den Putschisten verhandeln und ins Gespräch kommen. Bisher hatten die Putschisten in Niger ja jede diplomatischen Gespräche nicht zugelassen und verweigert. Und Svenja Schulze ist ja nicht nur deutsche Entwicklungsministerin, sondern sie ist hier in der Rolle auch der Präsidentin der Sahel-Allianz. Das ist die wichtigste, der wichtigste Geberverbund, internationaler Geberverbund für diese Region. Und mit den anderen Gebern hat sie sich abgestimmt und sie plädiert für eine friedliche und diplomatische Lösung. Aber sie sagt auch, wir wollen uns nicht spalten lassen. Wir wollen hier die ECOWAS-Staaten als Geberallianz bestmöglich unterstützen. Und da müssen wir jetzt erst einmal Informationen bekommen, wie die Lage vor Ort wirklich ist und wie hier die afrikanischen Staaten die Situation einschätzen und bewerten. Jetzt ist das ja der Tag des Besuchs in Nigeria. Wie wird denn dort der Putsch in Niger und auch ein möglicher ECOWAS-Militäreinsatz gesehen? Also in Nigeria gibt es da sehr unterschiedliche Positionen, was man hier hört. Natürlich ist die Nervosität sehr, sehr groß, auch hier, dass es einen Krieg geben könnte. Das ist das Letzte, sagen viele, was wir hier in der Region gebrauchen können. Auf der anderen Seite sind die Menschen in Nigeria mit den Menschen in Niger als Nachbarstaat sehr eng verbunden. Man muss wissen, dass aus dem Norden Nigerias viele Menschen nach Niger geflohen sind. 60% der Flüchtlinge in Niger kommen aus Nigeria. Das heißt, die Familienbande sind in ganz, ganz großer Sorge. Und die Parlamentarier hier in Nigeria, viele davon sind gegen einen militärischen Einsatz. Viele in der Bevölkerung sagen, das ist viel zu teuer. Aber der Präsident Nigerias hat natürlich Sorge, dass Putsche Schule machen können und reagiert mit Härte. 60% des Stroms in Niger kommen aus Nigeria. Und Nigeria hat die Stromversorgung für Niger gekappt. Das heißt, die Menschen in Niger haben jetzt große Probleme auch mit der Energieversorgung. Man fragt sich natürlich auch, wie können die Putschisten jetzt weitermachen? Wie ist die Situation? Denn auch die gesamte internationale Hilfe der Sahel-Allianz, auch aus Deutschland zum Beispiel, ist gestoppt. Ich danke für die Einschätzung direkt aus Abuja, Katharina Kroll.